Willkommen zurück zu Fallout 3. Wir befinden uns immer noch vor Rivet City, wo wir vorhin aufgehört haben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Die Brücke ist gerade angekommen. Da vorne wartet schon jemand auf uns. Gucken wir mal, ob er das will. Keine Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach Rivet City? Ich suche meinen Vater. Ihnen bin ich keine Rechenschaft schuldig. Ich stelle nur umher. Vergessen Sie es, ich hau ab. Ich suche meinen Vater. Und wer soll Ihr Vater sein? Wenn er auf diesem Boot lebt, kenne ich ihn. Sie kennen ihn sicher nicht, er hat sein ganzes Leben in der Vault verbracht. Wieso ist es so wichtig, wer er ist? Lassen Sie mich einfach durch. Er war das ganze Leben in einer Vault unterwegs. Ach ja? Und ich bin der Kaiser von China. Wenn Sie weiter so ein Klugscheißer sind, werden Sie mit dem Gesicht nach unten im Fluss enden. Warum ist es wichtig, wer er ist? Das hatten wir gerade schon. Er ist verschwunden. Ich versuche, ihn zu finden. Nichts weiter. Wir nehmen natürlich das hier. In Ordnung. Sie können reingehen. Wenn es irgendwelchen Ärger gibt, enden Sie im Fluss. Verstanden? Er lässt sich ziemlich leicht überzeugen. Aber gehen wir halt mal rein. Lassen Sie mich in Ruhe. Das geht. Muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, Low-Level zu sein. Weil sonst passiert mir nicht viel, wenn ich rumlaufe. Das hier ist das Waffengeschäft Flak & Shrapnel. Leicht zu merken, was? Ja, das stimmt erstmal gar nicht überein mit dem, was hier steht. Gefällt. Ich bin gleich ziemlich fail. Ja, es ist ein Waffenladen. Deshalb gucken wir einfach mal, was er so hat. Töten, nicht wahr? Wir haben zwar nur 85 Gold, aber wir können ihm ja ein bisschen was verticken. Da haben wir zum Beispiel das Teil hier mitgenommen, was wir nicht brauchen. Ein Altmetall. Na, bringt nur einen halben Gold, das behalte ich eher. Dann hätten wir den Kackhelm hier für 6. Wir haben ja noch einen besseren. Verkaufen wir. Wir können. Ja, was können wir noch verkaufen? Ja, hier den Scotch können wir verkaufen. Die Zigaretten. Die Sicherheitsrüstung. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht mehr. Dann hauen wir die einfach mal weg. Zündfirma auch. Dann kriegen wir wieder 73 Gold. Haben wir 158. Mal gucken, ob wir das Feindes bekommen für. Ich finde ja hier die 32er Kaliber, die sind relativ nützlich, aber die kosten noch 2, da bin ich immer recht geizig. Gucken wir erstmal überhaupt, ob er überhaupt eine Jagdflinte hat. Ist, muss ich echt sagen, meine Lieblingswaffe im Spiel. Oh ja, toll. Die hat natürlich Zustand echt scheiße, aber kostet nur 8, das heißt, nehmen wir mit. Ja, was hat noch Schönes? Ein paar Rüstung, ja, eine Atombombe, sollte man immer bei haben, auch als Laden. Ja, dann würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Kohle übrig, nehmen wir hier die Muni mit. Kostet uns 56, wir haben ihm gerade viel mehr abgezogen, also nehmen wir das mal. Mit so jemandem macht man gern Geschäfte. Ja, macht er gerne Geschäfte mit mir. Ich werde später noch ein paar Mal wiederkommen wahrscheinlich, um mir Muni zu hier besorgen. Die Jagdflinte lege ich auf 4, da habe ich sonst auch immer gehabt. Laserpistole 5. Ja, was haben wir noch? Den Rest können wir eigentlich so lassen. Sollten vielleicht den Helm noch anlegen. Die Teller nehmen wir auf jeden Fall auf. Zum Reparieren später. Ja, dann haben wir hier unser Jagdgewehr. Bekommt schon die Meldung, dass die total scheiße vom Zustand. Brauchen wir noch eine, dann können wir die reparieren. Hier ist gerade keiner da. Und dann gucken wir mal, wo ich hin wollte. Ich bin gleich bei ihm. Ich glaube hier oben. Hallo. Da steht noch ein Gartenzwerg. Können auch hier überall ein bisschen was mitnehmen eigentlich. Die rote Schrift zeigt an, dass sie es klauen würden. Das wollen wir natürlich nicht. Aber manche Sachen gab es hier, glaube ich, die konnte man sogar mitnehmen. Guck mal hier, der Schrank ist leer. Ja, hier ist auch ein Händler. Ich spreche noch mit ihm. Mein Name ist Seagrave. Seagrave Holmes. Ich habe hier praktisch von allem etwas. Haben Sie ein T-51B? Nein, dann fehlt Ihnen noch was. Das nehmen wir einfach mal, weil das ist eine coole Rüstung. Die bekommen wir später im Spiel, die ist einzigartig. Weiß gar nicht, ob man die im Original bekommt oder ob die erst mit dem Addon dazu kam, aber das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Was für ein Ding? Wenn Sie hier nur den Klugscheißer spielen wollen, dann gehen Sie woanders hin. Aber wenn Sie was verkaufen wollen, sind sie bei mir goldrichtig. Ja, dann gucken wir mal, was wir zu verkaufen ist. Vielleicht hat er einen Jagdgewehr. Ich habe von allem etwas.
Er hat noch Muni, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Nein, er hat natürlich kein Jagdgewehr. Wäre auch zu einfach gewesen. Ich weiß nicht, wie viel Muni habe ich? 33. Ich nehme die lieber mit. Ich werde die noch brauchen. Mit so jemand. Weil wenn ich hier rausgehe, werde ich was anderes Gefährliches probieren. Der Weg in die Stadt war ja noch nicht genug. Aber erstmal muss ich schauen, wo es zum Labor geht. Und zwar hier. Ja, dann gucken wir mal hier unten. Und hier müsste irgendwo die Wackelpuppe für Intelligenz sein. Da steht sie, ja. Sie haben eine Wall-Tag Edition Wackelpuppe gefunden, die Inschrift auf dem Sockel lautet: Man braucht die klügsten Köpfe, um zu erkennen, dass immer was zu lernen gibt. Ihre Intelligenz wurde dauerhaft um 1 erhöht. Das heißt, wir haben jetzt in unseren Stats Int auf 10. Ja, das war das, was ich erreichen wollte, deswegen habe ich 9 Punkte reingetan. Wir könnten jetzt auch hier mit den Leuten reden, aber das wäre für den Anfang nicht so gut, weil man damit knapp 50% der Hauptquest überspringen könnte. Das weiß man natürlich, wenn man es schon mal durch hat. Beim ersten Mal kann man es mit Zufall finden. Aber ansonsten weiß man es eigentlich nicht. Ich glaube, jetzt bin ich woanders dann gelaufen, aus Versehen. Ja, ist abgeschlossen und ja. Dann gehen wir ins Treppenhaus. Oder? Nee, hier will ich nicht hin. Muss ich schon mal gucken, wo ich hingehe. Ich glaube, hier bin ich gekommen. Ja? Jetzt müsste ich, glaube ich, rechts lang, oder? Wir haben hier den Marktplatz rechts, das heißt, ich bin von da gekommen. Ja, da müsste ich mal gucken, dass ich mich irgendwie geheilt bekomme. Puh, jetzt ist ziemlich schwer zu sagen, wo ich das machen kann. Betten gibt es hier, glaube ich, nicht. Ansonsten müsste man wieder viel Kohle bezahlen. Das ist nicht unbedingt reizvoll für den Anfang. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes altes Rivets. Ja, das ist, wie gesagt, nicht gerade gut. Schauen wir mal, wie viele Stimpacks wir haben. Ja, wir haben 12. Wir haben auch noch die Cola. Ach, ein drittes Ding auch noch. Ja, dann fressen wir erstmal mit. Es fehlen noch 140 Punkte. Ah, ja, es Anfang ist Kohle knapp. Ich probiere es erstmal so. Und zwar, was ich jetzt vorhabe, ich sag einfach mal nur den Namen Sharon, dann wissen wahrscheinlich einige schon, was los ist. Jedenfalls die, die das Spiel kennen. Und zwar gibt's in dem Spiel Gefolgsleute, die einem bei den Kämpfen und so helfen. Ich laufe nicht gerne ohne so eine rum. Lass mir die Markierung weg. Weil, ja, das ist nicht unbedingt eine Welt, wo man alleine rumlaufen will. Da wir den irgendwo hier finden, in dem Bereich, heißt es, wir müssen durch die U-Bahn-Tunnel in die Stadt kommen. Die Stadt ist voller Mutanten, ist nicht wirklich schöner. Die U-Bahn-Tunnel sind auch nicht schöner. Da gibt's eine Menge Raiders und Ghule, also so eine Art Zombies. Ich weiß nicht, ob es mit dem Level schaffbar ist, da hinzukommen. Ich will's probieren. Ach, jetzt ist die Karawane auf einmal wieder da. Haben sie sich wohl doch nur umgeguckt? Hallo. Ja, wieder der Typ. Vielleicht hat er jetzt ein was hinter. Mit vollen Taschen. Crazy Wolfgang hat genau das, was sie brauchen. Nein, er hat keine. Er hat zumindest, wenn sie irgendwelchen Schrott brauchen, den ich zufällig habe. Ja, ich hoffe, das klappt so. Ich mache nochmal einen Sicherheitssave hier, falls da überhaupt nichts los wird. Machen wir einen neuen Spielstand. Und ich muss hier runter. Ich mag die U-Bahn-Tunnel überhaupt nicht. Also jedenfalls am Anfang. Alleine gehe ich da nicht gern durch. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier unten. Und ich muss nach da, zum Museum. Na, ja, wir sind schon, wir haben die Station entdeckt. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich hoffe, dass ich beim Level Up wieder volles Leben bekomme. Das weiß ich gar nicht. Ich habe nie darauf geachtet. Ah, wir sind schon dunkel. Obwohl die Station eigentlich noch geht. Ich glaube, die ist auch voller Raiders, nicht voll Zombies. Aber ich werde trotzdem mal vorsichtig machen. Türen will ich nicht erkunden, ich will einfach nur schnell durch. Wer davon? Steht da ein Bandit? Ah, ich fürchte, wir werden es herausfinden. Fürchten wir uns einfach mal hier so ran. Wir können uns auch ducken.
Ja, ist ein Raider. Ich versuche mal, ob ich ihn so direkt bekomme. Ja, der hat ordentlich gesessen, der hat ihn ordentlich was abgezogen. Und da geht er auch schon darum. Da haben wir ihm ordentlich einen gekrittet. Ah, da kommt noch mehr. Das ist nicht gut. Na gut, Level up. Dann gehen wir mal in die Offensive. Könnte ja sein, dass wir volles Leben bekommen. Und daneben. Aber mal voll Pulle. Ich hab jetzt so ein bisschen Angst vor ihm. Und der ging auch daneben. Und der hat tatsächlich getroffen. Ja, wir sind ein Level up, wir haben 20 Punkte. Wir machen wie üblich ein paar in Reparieren. Wir nehmen 5, wir nehmen 2 in Wissenschaft wieder. 3 hier rein. Dietrich haben wir letztes Mal glaube ich gar nicht geskillt. Machen wir mal 2. Am Anfang ist echt schwer, die ganzen Sachen hochzukommen, muss ich mal sagen. Wir machen 2 in falschen. Medizin 1. Sprengstoff, weiß ich gar nicht. Wie viel braucht? Ich glaube 25. Ich mach mal vorsichtshalber 2 rein. Das wird das wahrscheinlich trotzdem nicht reichen, aber wir schaffen wahrscheinlich noch ein Level. Ja, Energiewaffen 2 und. Sprache oder keine Waffen? Ich glaube, ich nehme mal Sprache. Ja, wir sehen, wir können wieder die üblichen Sachen auswählen. Ich werde einfach Waffenkrieg verstärken. Die 3 Ränge sind anfangs echt wichtig. Dann kann ich auch mal gucken. Das hier war die Fähigkeit, die ich vorhin meinte. Da bekommt man mit jedem Fertigkeitsbuch einen weiteren Punkt. Meine Taktik wird darauf hinauslaufen, dass ich bis Level 4 erstmal alle Bücher sammle und die dann benutze, wenn ich das Ding habe.